Ah, fick dich doch, England. Ich hoffe, du stirbst langsam. Im nächsten Krieg. Was wollen die denn? Die wollen Ermland? Das können sie meinetwegen haben. Java. Das ist scheiße, dann ist mein Land wieder getrennt. Kingsburg geht auch nicht. Ich könnte ihn auf Osterode geben. Und das reicht denen halt noch nicht. Oder was wollen denn die alles? Na toll, danke England. Du bist unglaublich nützlich. Wenn ich denen jetzt ganz viel Gold noch gebe, wie sieht es denn dann aus? Nee, mit Skandinavien das... Das reicht auch nicht. Großartig. Fick dich. Das passiert, wenn man sich auf die KI verlässt. Man ist gefickt. Toll. Danke, Verbündete. Danke, wirklich. Oh, England hat seinen Stack da wegbewegt. Hey. Danke. Jetzt, wo ich den Krieg verloren habe, kann man den ja schon mal wieder bewegen, ne? Danke. Na toll, jetzt habe ich kein Geld mehr, weniger Land verloren, weil... Ah, toll. Ach, und hab schon wieder die maximalen Macht. Ja, geben sie halt mal aus. Scheiß auf 50%, weil ja. Förderung von Religion ist entscheidender Bedeutung für die Stabilität im Reich. Es reicht nicht aus, großartig zu sein. Die Menschen müssen unsere Großartigkeit auch erkennen. Die Alten wussten, was die Großartigkeit zur Schau stellen konnten, und wir werden sie nachmachen, indem wir die Momente. Bla bla bla. Monumente errichten. Ich habe gar kein Geld. Ich habe nicht mal eine Armee jetzt mehr. Danke, Spiel. Danke. Wirklich. Gut, dass man mit über 100.000 extra Soldaten verliert. Ja, mein Bündnis hatte 100.000 mehr Soldaten, toll. Hätte ich noch weiter gekämpft, hätte ich trotzdem verloren. Und meine Verbündeten mal wieder nützlich wie scheiße sind. Ich will nur, dass ich gleich ganz viele neue Kriegserklärungen reinbekomme. Ja. Du Pisser, ey. Lass dich auf deine Verbündeten und du bist gefickt. Was interessiert mich jetzt Verbündeten? Ich habe halt echt nicht diesen verfickten Knopf, weil ich DLC nicht habe. Du brauchst ein verficktes DLC, damit du eine grundlegende Funktion wie einen verfickten Knopf benutzen kannst. Nein, keine Kanone. Super, jetzt ist mein Land wieder zerstückelt. Och, ich hasse. Oder die KI. Wow, ich brauche mal genug Geld, um mir endlich diese scheiß Institution leisten zu können. Wieso ist die bei den anderen immer so viel schneller durch als bei mir? Selbst für die ganz Polen. Das ist, überraschenderweise greift mich keiner an, muss ein Bug sein.
muss überhaupt meine Flotte. Brauche ich die? So viele Probleme, wie ich gerade habe, nicht. Nein, Einheit auflösen. Ja, bitte weg mit dem ganzen Dreck. Kostet unnötig Geld, warum behalte ich die überhaupt so lange? Super. Statt zwei Provinzen mehr habe ich jetzt vier weniger. Großartig. Ist die KI nicht toll? Was brauche ich dann noch? Fünf Kanonen. Und dann brauchst du mal noch. Grauenhaft. Das ist die größere Gesamtarmee, aber da Engländer irgendwie sich denken, oh, ich bleib da jetzt mal stehen. Na toll, ich kann auch hier nicht angreifen, weil Österreich dann automatisch immer einsteigen wird, stimmt's? Ja, Österreich ist der Kaiser. Oh, komm schon, das ist jetzt richtig kacke. Ja, aber Hauptsache Krieg gegen Frankreich führen jetzt wieder, ne? Ja, ach, fick dich doch einfach. Da habt ihr jetzt wieder Truppen zur Verfügung. So, fördert es mal endlich, diesen Dreck. Kann er langsam nicht mehr angehen, abbrechen. So. Mit verschiedenen Entwicklungen in der Six-Six-Führung besser nutzen zu können, sind neue Taktiken erforderlich. Die Evolution überreicht. Breitzeitenkanone bedeutet, die Schiffe nicht mehr versuchen, das andere Schiff zu ändern, sondern eine Kampflinie zu bilden, um die auf Feinde gerichtete Feuerkraft zu maximieren. Toll, ich habe meine Flotte gerade aufgelöst. Was soll ich mit Flottenscheiße? Die Kriegsgalone, auch bekannt als Renngalone, wurde gebaut, indem die Anzahl von Decks von der Galone verringert wurde. Hierdurch wurden Kanonen zugunsten Manövrierfähigkeit geopfert, was in der Schlacht als vorteilhaft erwies. Gustav II. Adolf, König von Schweden, entwickelte die Infanterieeinheiten weiter, um ihre Feuerkraft zu verbessern. Seine Infanterieformationen wurden verkleinert und zu einem Rechteck umgeformt, um die Anzahl der Musketen zu erhöhen, die in einer Salve schießen konnten. Die Ergänzung durch kleine Artilleriewaffen erhöhte die Feuerkraft der Infanterie nochmals. So, mal hier bessere Dingsbums. Dann dauert das noch 2 Jahre. Erstmal wieder einen ordentlichen 30.000er Stack hier vorne. Warum stehst du schon wieder da rum, Skandinavien? Ist nichts zu tun oder was? Achso, jetzt führt ihr wieder gemeinsam. Ja, weißt du, das sind die Truppen. Das sind auch hier die fetten Stacks überall. Aber wenn ich mal Krieg führe, dann muss jetzt nicht, ne? So, wie viel brauche ich denn da noch? Insgesamt habe ich 10.000 Kanonen. Dann brauchen wir noch 3.000. Oh, toll. Ich kann jetzt in... Ich habe schon in Stettin, ne? Konnte man dich nicht unabhängig davon bauen? So kann ich die jetzt nicht überall bauen? Ach stimmt, das funktioniert. Ja, habe ich ja schon. Habe ich die schon gebaut? Ich habe die schon gebaut, deswegen funktioniert es nicht überall. Gut, das war jetzt sehr klug. Das nächste Manufakturen habe ich auch keine Chance, das zu bekommen. Entwicklung mindestens 20. Ja, ich kann nichts entwickeln. Danke, Spiel. Stettin. Ich sollte mal irgendwas wegreißen, um in der Hauptstadt eine Festung bauen zu können.
Osmanische Reich, möchtest du ein Bündnis mit mir haben? Natürlich nicht. Russland, wie sieht es denn bei dir aus? Auch nicht. Ach. Österreich auch nicht, aber mit Österreich möchte ich ehrlich gesagt gar keine Bündnis. Wann herrscht denn da jetzt noch Frieden? 53. Liebe Entwickler, Preußen ist zu schwach, behebt diesen Bug mal. Das muss mal gehaft werden. Gut, haben 1 Deck. Das reicht aber noch nicht, ich brauche mehr. Ich brauche mehr. Ich brauche mehr und nicht nur eine See. Stufe 19, ja. Ich kann auch gerade nirgendwo hin expandieren, so wirklich. Ach, Polen will noch mehr, ja. Das nächste Mal gönne ich mir so richtig fettes Stück Polen. Wir bräuchten noch einen fetten, brauchbaren fetten Verbündeten. Können wir auf Utrecht einen Anspruch finden? Das lohnt nicht. So warnt mich denn auch keiner, dass ich da nicht mehr weiter angreifen darf, wenn ich da austrete. So, Chat ist ruhig, so mag ich meinen Chat am liebsten. Wenn er nichts sagt. Es gibt viele Menschen, die eine Rolle der Regierung fordern. In Wirklichkeit wollen die meisten auch nur eine Belohnung, ohne etwas dafür tun zu müssen. Die neue interessante Idee des Absolutismus macht die Runde. Dies ist ein System, in dem wir uns jener Parasiten entledigen und alleine regieren. Toll, das bringt mir richtig viel. Mit der Entwicklung von neuen Bastionen begannen die Ingenieure damit, ihre Positionierung zu verbessern, um attackierende Armeen in speziell vorbereitete Todesfallen zu lenken, wo die verteidigten Gegner größtmögliche Verluste zufügen konnten. Und ich darf eine neue Waffe bauen, ne? Ja, bessere Kanonen brauche ich definitiv. Das sind dann 7. Mehr bitte. Mehr, mehr, mehr. Meine Überlegung soll ich mehr davon bauen, die bringen am meisten, ne? Das soll ich. Wir sind in unserer Meditation. Mhm. Meditiert mal eine bessere KI her. Schwedische. Es gibt gar keinen Schweden. Sowas wie Schweden existiert nicht. Jetzt sterben auch meine Generäle. Ansbach? Achso. Ach, da ist noch sowas. Spionagenetzwerk aufbauen. Wie lange dauert das? Das kann man machen. Oh, also bin ich die guten Generäle. Hilft mir nur leider nicht viel. Wir stellen fest, Preußen ist eine sehr schwache Nation, sollte man nicht spielen. Taugt nichts. Alter, wir haben ein schönes Königsberg umgenannt. Das klingt doch scheiße. Kann man nicht mal richtig aussprechen. Da ist Polen, sondern es wird Deutsch werden. Ja.
40.000 ist der Extra. Nee. Apropos 40.000. Nee, das hat schon 36, das passt dann schon. 15. Du hast. Gar keine Kanonen. Das dauert jetzt alles so lang, kostet viel Geld. Für was macht die Übernahme ist sicherlich nicht. Ach du Scheiße. Zu Blockage und Despotismus? Was? Und Sexstabilität. Vergiss es doch. Was habe ich jetzt überhaupt aktuell für eine Staatsform? Königreich, ne? Preußische Monarchie. Nee, die behalte ich mal. Zum Glück habe ich drei. Habe ich mir die gekauft mal. So, Osmanisches Reich, ich greife mal Polen an. Könnten bünden? Na, kann ich nicht. Das ist der reinste Clusterfuck hier. Das war schon gleich. Litauen. Das ist ja noch schlimmer, als wenn ich Polen angreife. Polen war halt besser, ey. Nicht wirklich. Ich hatte nur Glück, dass beim letzten Mal die Verbündeten nicht so komplett unfähig gehandelt haben. Ich brauche mehr Kanonen. Warum brauche ich nicht noch mehr Kanonen? Was das kostet? Wieso rennen da französische Truppen bei mir rum? Ich will mal den Krieg verlieren sie? Na, wenigstens etwas. Manufakturen, das ändert alles, hey. Wo ist denn das Ding entstanden? Nürnberg, na. Wieso zur Hölle hat Nürnberg das bekommen? Ja. Das ergibt eh keinen Sinn. So. Osmanische Reich, könntest du mal einen Krieg anführen? Warnt Litauen, warnt Litauen. Litauen! Tu mal was. Du hast uns so vielen gewarnt, nutz das mal. Das sind mich Tee und Zucker. Ich bräuchte noch einen Verbündeten. Portugal. Naja, die Diskussion hatten wir schon mal, ne? Österreich wäre noch, aber. Oh. Was ist denn mit so vielen? Österreich im Fall, wenn Österreich nicht diesen Krieg verliert, könnte man da unten mal weiter expandieren. Ich muss meine Armee schnell aufbauen. Polen wird gerne unterstützt, Preußen nicht. Hahaha. Ha, ha. Okay, ihr hat sich gedacht, ich bleibe mal in Utrecht stehen, weil warum nicht? Österreich kämpft mit Polen und Russland. Was mich zu einer anderen Frage bringt. Wenn ich Böhm angreife, kann Österreich jetzt nicht unterstützen.
Ja, das Problem ist, keiner will da mitkommen. Vor allem, weil sie gerade noch mit Frankreich kämpfen. Ist denn hier ein Land möglichst nicht? Wie sieht es mit denen aus? Bremen, Oldenburg. Ich habe auch gerade keinen Anspruch, das ist halt auch wieder scheiße. Nur 6 Sätze, das wird nichts. Trier habe ich noch 2 Sekunden lang in Anspruch, der wird wahrscheinlich auch bald weg sein. 0,78.